Nö. Wisst ihr, was, wisst ihr, was geil ist? Mit der Kamera brauche ich keine Taschenlampe. Knochen im Esszimmer. Komm. Licht ist an. Warte, nur ich gehört. Was? Nein, ich habe das auch gehört. Wo ist der Knochen? Ach, da. Er liegt im Esszimmer auf dem Boden. Klingt so ein bisschen, als wäre es hier hinten bei den Zimmern, ne? Den Regenpipe schneiden. Genau. Hast du's? Fast. Ich bin hier 3,5 im Wohnzimmer. 3,5 im Wohnzimmer? Ist aber nicht so viel, ne? Ja. So, als nächstes, das zeigt nur. Oh nee, Waschküche. Waschküche, aha. Waschküche Richtung Dingens hier. Überall 3,5. Jetzt hier wieder 0. Ne, 1,8. 0. Hier habe ich 3,5 drin. 5. Wow. Session 11. Also ein Orb sehe ich gerade nicht. 3,9. Ich geh nochmal auf die andere Seite, vielleicht ist es. Könnte auch Hallway sein. Hör ich jetzt ein Dingens hier? Warte mal. Nee, der war. Also, wenn ich hier in den Hallway gucke. Oh, 12? 12? Ich hab gerade Richtung Raum. Die Waschküche. Wenn ich Richtung Waschküche gucke, habe ich hier jetzt 13. Alter, verdammte Scheiße. Wo ist er? Hier ging gerade eine Tür. 13. 14. Der muss hier irgendwie. Ja. Bist du hier? Kannst du mich hören? Ich höre mal Buch und so. Wie alt bist du? Bist du hier? Ich glaube, wir werden jetzt weniger Orbs haben, ne? Ja, war das jetzt einfacher, weil das jetzt einfacher ist, die zu spotten, ne? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich habe keine Taschenlampe dabei. Kann mir mal den Weg leuchten. Schreib in das Buch. Danke sehr. Bitte schön. Bist du hier? Also ein Orb ist hier auf gar keinen Fall.
Kannst du mich hören? Schauen wir mal eben eine Taschenlampe. Die andere Kamera, die ich gerade hatte, habe ich mal auf die Waschmaschine draufgestellt. Eine steht auf der Brotmaschine, auf dem Brotkorb. Ich gehe mal Temperatur messen. Okay, jetzt ist aus. Gefriertemperatur. Okay. Also das mit der Kerze hat schon mal funktioniert. War die Kerze im Flur aus oder die in der Waschküche? Flur. Die im Flur. Super. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Nö. Lache mal ein bisschen Platz, ich sehe ja nichts. Danke sehr. Alle außer Lach. Ja. Vier Menschen sitzen hier und starren wie gebannt auf einen Bildschirm. Ist halt sehr spannend, ne? Mhm. Da steht noch eine Kamera auf der Couch. Nö, das da ist noch eine andere, glaube ich. Wobei die auch ganz gut steht. Die steht in der Garage. Die zeigt in die Kamera rein. Was ist das hier? Küche. Meinst das du ist die auf der Couch, ja. Hat vermutlich auch Angst. Deswegen zittert sie so. Ein wilder Hase. Sie läuft sehr schnell. Mhm. Fingerabdruck gefunden oder nicht? Sah das aus, als wäre ich so überzeugt von meiner Idee gewesen? Ja. Hält sie dir gerade irgendwie ein Taschentuch vor den Mund oder so? Nö. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich sagen soll. Nee, nicht du, Rami. Ich glaube, er hat es mit mir. Ach so? Ja. Ach so, und die kann vielleicht auch sein, weil du draußen stehst. Ja. Nee, weil sie draußen stand, ja. Ja. Verrückt. Ja, als wäre sie weiter weg vom Mikro. Spricht aus dem anderen Zimmer rein. Bei Hamis Mikro hörst du das sogar, wenn sie einfach nur links oder rechts vom Mikro ist. Kommt jemand mit? Ja, wohin? Na rein. Ich nehme nochmal irgendwie eine Lampe, brauchen wir noch irgendwas. Basti, was hast denn du gedacht? In die nächste Bar? Nee, das nicht. Außerdem kann ich kein Alkohol. Lara, erst kauen, dann lachen.
Ja. Aber ich möchte nicht mehr. G-Man 1989. Hey G-Man. Hallo. Einen wundervollen guten Abend wünsche ich dir. Alles fit? Was macht die Gärtnerkunst? Ich habe keine Fingerabdrücke gesehen an den Orten, an denen ich geguckt habe. War etwas mutiger als eben. Aber nur weil der große böse Basti dabei war. Warum rede ich eigentlich durchs Bobby Talkie? Weil es cooler ist. Du warst das stimmt also vielleicht. Im Lurk. Was hast du schon gemacht? Emir-Barschur. Guten Abend, Mann. Und um auf den neuesten Stand zu kommen, Lara ist Fan von einer Vegan-Gär-Partei laut Wahl-Omet. Mann 1989. Gärtnerkunst pausiert wegen Moin, Urlaub. G-Man. G-Man! Eine Veganer-Partei. Wir gucken gerade alle ganz gespannt Lara beim Essen zu. Also, es könnte sein, ein Djinn, ein Revenant, ein Shade, ein Dämon, ein Yurei, ein Oni oder ein Hantu. Urlaub ist schon mal mega. Ich stehe gleich auf dem Koffer. Was für ein Oschi. Ich hab schon gedacht, wie groß so eine Powerbank ist. Vermutlich. Oder du hast jetzt einfach mal die reelle Größe. Ja, kommt hin. Also jetzt von einer Deckenhöhe von 2,50 ausgehen. Okay, also wir stellen fest, ich kann dir real life in die Nase gucken. Basti, könntest du diesen Balztanz von Lara mal lassen? Das sieht komisch aus. Es soll komisch aussehen. Das dachte ich mir, aber trotzdem. Was tut er? Passiert gerade nicht so viel, ne? Ich stelle jetzt mal so die leichte Behauptung auf, dass er vielleicht gewandert ist. Schon wieder. Kommst du noch mal mit? So. Dankeschön, G-Man. Ja, und G-Man, wir haben vorhin mal den Wahlomaten gemacht. Ich habe zwar schon gewählt, aber ich fand das trotzdem mal interessant. Einfach nochmal zu gucken, ob das, was ich gewählt habe, auch dem entspricht, was der Wahlomat für mich am Ende ausspuckt. Und auf jeden Fall, wenn es danach geht, soll ich die Partei für Veränderungen Veganer und Vegetarier wählen. Hm.
Ja, ich muss meinen Brief. Ich würde sagen, die Dots-Projektoren hängen schon recht gut, ne? Wir könnten sonst einen neben dem direkt in den Flur reinhängen. Habe ich irgendwie verpasst und du ziehst AFK? Nee, ich glaube, sie hat nichts gesagt. Oder ich habe auch nichts gehört. Nee, sie ist auch da. Was zur Hölle, Baschur? Was hast du getan? Adios, Baschur. Was ist denn da passiert? Er hat Roulette gespielt. Und der hat offensichtlich verloren. Tut mir leid, Baschur, da kann ich nichts machen. Das ist dumm gelaufen. Da mache ich jetzt nichts. Oh Mann. Hami, er hat's nicht anders verdient. Ach, das sollte so. Ja, wenn das da, wenn sich die wenn nicht die rauskristallisiert. Nein, wenn die Roulette spielen und dabei getötet werden, dann haben die einen Timeout verdient. Aber ich glaube, die 60 Sekunden waren eben fast rum, also insofern. Aber das ist, das passt schon. Das ist wie, wenn man sich ein Timeout kauft. Da auch nicht einfach und so. Die spielen halt gerne mit dem Feuer. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Mapout hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Tut mir leid. Würde sie nie tun. Niemals. Ich glaube, ich hänge den einen Dots-Projektor nochmal um. Wir haben gerade gar nichts, außer Gefriertemperaturen. Das wird zu wenig. Können wir nochmal Bücher liegen? Was meinst du damit, G-Man? Dass der Valomat gar kein, also keine Aussagekraft hat? Ich nehme keinen Fotoapparat mit. Ich hab, da ist keiner mehr. Warte, ich hab noch einen. Bitte. Das würde ich so nämlich überhaupt nicht unterschreiben. So, jetzt habe ich gegessen. Big Brain Time. Willst du die UV-Lampe oder die Kamera zurück? Guck mal, Lara hat auch eine Kamera. Alles ja. Bist du hier? Wo bist du? Ich höre sie auch so. Entschuldigung. Wo bist du? Also ich habe die hier vorne. Habt ihr das gesehen? Ich hätte hier vorne das Ding ganz hier. Die Rauchwölkchen irgendwie so. Der ist ja jetzt durch Salz gelaufen, ne? Ja. Also ich hatte vorhin hier in der Waschküche die Gefriertemperatur gemessen. Ja, das hat ja damit nichts zu tun, aber warum sagst du, dass der keine Aussagekraft hat? Waschküche 21. Ja, das, was Baschur sagt, also um... Küche. Minus 9, da ist hier gewandert. Ist in die Küche gewandert, warte. Also... Aber, oh, aber wirklich hier im Küchenabschnitt. Bist du hier? Kannst du mich hören? Hier liegt ein Teller. Oh Gott, bist du hier? Wie alt bist du? Kannst du mich hören? Schlitte.
Ich guck gerade noch mal nach dem Orb. Ich guck mal noch mal einen Ständer für die letzte Cam. Was steht, geht den Ständer holen. Hast du nicht gesagt. Ich hole das Stativ. Das erinnert mich irgendwie an Disco. Saturday Night Fever. Ja, G-Man, also das würde ich so jetzt nicht sagen. Also nur weil du das nicht gewählt hast, was der Valomat dir gesagt hat, das ist dein gutes Recht. Aber für Leute, die zum Hallo, Beispiel nicht rede die mit uns. Zeit haben oder sich damit befassen wollen, was in dem Parteiprogramm drin steht, trotzdem aber eine Idee dafür bekommen möchten, welche Parteien am ehesten die Ideen verfolgt. Frau Lampe, Straßen auf dem Boden. Ja. Die Ideen verfolgen, für einen wichtig sind. Da siehst du halt schlecht mit den. Als Ideengeber finde ich den Valomat mega. Also Lucy hatte gerade Gefriertemperaturen an der Kücheninsel und Lara auch. Ja. Hier Wölkchen. Ja. Das habe ich vorhin. Bist du hier? Wo bist du? Ich habe den Eindruck, die Kommunikation kommt bei mir nicht. Doch, man hat das mitbekommen. Schreibe in das Buch. Jetzt hört er mich besser, jetzt bin ich wieder laut. Ich hatte eben nur gehört, Holler 8,6, minus 8,6, aber da war leider keine Ortsangabe dabei. Kannst du mich hören? Sag etwas. Schreib in das Buch. Er hat Luzi. Oh nein. Holy shit, war die schnell. Und Lara, der alte Paparazzi, natürlich gleich erstmal ein Foto geknipst hat. Ja, weil es vorhin hieß, wir haben gar keine Fotos. Arbeitest für die Bildzeitung, ich sag's dir. Ja, genau. Warum soll ich für die Bildzeitung arbeiten? Ich bin gegen die Wand gerannt. Oh Gott, Luzi. Oh no, Luzi ist gegen die Wand gerannt und wusste dann nicht mehr, wo sie ist. Das ist mir eben im Schrank passiert. Es ist eigentlich nicht witzig, aber ich musste gerade trotzdem lachen. Ich auch. Ich sage, wir sind hier Bildreporter. Sag mal, die Bild, da arbeiten keine Reporter. Das sind irgendwelche komischen Leute, die es bei einer anständigen Zeitung nicht geschafft haben. Das sind die Menschen, die generell kein Gewissen haben. Das weiß ich aus erster Hand. Ja, kein Gewissen, keine moralischen Vorstellungen und eventuell, ganz eventuell, auch keine andere Wahl. Aber wenn du einmal bei der Bild warst, bist du eh verbrannt. Ja, deswegen darf es, ist ein Magazin, keine Zeitung. Lara, bevor du reingehst, du bist nur noch 16. Wie ist denn die Durchschnittsdingens? 26, also, gehört dann noch nicht einnehmen. Nee, mach ich nicht. Dann muss Sammy nochmal kurz leiden. Thank you.
Ich stehe nur draußen. Ich stehe nur draußen. Ich habe ihn nicht getriggert. Oh, Hami. Hami? Oh, Hami. Vorbei. Die haben 25% geknackt. Juhu! 19, und Hami hat überlebt. Was hast du heute Nachmittag noch gemacht on Stream? Unterstrich-Barschur. Wie schon gesagt, ich hab den Valomaten gemacht. An mich selbst erst forschen, dann das gehörte labern. XD waren wohl Fake News. Jeder Otto darf sich Zeitung nennen. XD. Da war gerade ein weißer Strich. Da war gerade ein weißer Strich auf der Cam. Ich weiß nicht, ob da gerade was lang geflogen ist. Also quasi direkt über der Küche. Ja, also erst haben wir die Alerts ein bisschen aufgeräumt. Dann haben wir den Warnmarken gemacht. Und hallo, dann habe ich Detroit gespielt. Warte, Luzi, stopp. Willst du uns was sagen? Ja. Dots-Projektor? EMF? EMF, Moment. War das jetzt ein Nein? EMF, ja. 5. Während dem Hand? Okay. Okay. Danke, Luzi. Ich glaube, das waren gerne. Gehe ich einfach mal von aus. Uni Shagen. Hört sich nach einem neuen Geist an. Also Uni Shade oder Jin heißt, wir brauchen Dots. Buch oder Fingerabdrücke. Huh. Kann ich jetzt Pilzchen nehmen, ja? Ich habe auch Pilzchen genommen, du darfst. Ich starre nochmal kurz den Bildschirm an. Ich bin mir nicht sicher, dass da was war. Oder? Was ist, Luzi? Soll ich da nicht rein? Ich soll wieder zurück? Okay, das war der Blitz. Ja, warte. Wir gehen wieder zurück in den Van und dann? Boah, was liegt denn hier immer? Box. Hatten wir Box? Buch. Buch, stimmt. Buch. Wir haben Buch. Aber sitzen ja oder nein? Weiß nicht. Luzi, haben wir Buch? Okay, wir haben Buch. Das war jetzt ein zweites Mal, aber ich bin verwirrt. Es ist eine Shade, wir haben Buch. Ich verstehe Luzi auch, wenn sie mit Hämmern wirft. Ja, gut, ne? Dann fehlt uns eigentlich nur noch das Foto. Soll ich das Foto nochmal machen, Luzi? Was sind die Kameras hin? Luzi, soll ich das Foto noch machen? Vielleicht? Ja gut, dann gehe ich rein. Warte, ich habe meine Kamera verloren. Nee, stimmt gar nicht. Hami, gib mal die Kamera.
Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe es weggeschmissen. Die singt dieses eine Lied, dieses. Dieses, ich habe Angst, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Genau das. Ich bin den Hex. Ja, nee. Ich hätte oben die Tür zumachen wollen. Ich wollte eigentlich nur. Dings hier, Strom anmachen. Oh, die fahren ohne uns. Gemein. Sag mal. Das ist aber gemein. Ist Freddy Krüger-Lied? Ja. Die singt ja. diese komische Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. Das Freddy, ist so, das. Willow hat es gerade geschrieben, das Freddy Krüger-Lied. Ja. Ja. Das ist mir eben auch aufgefallen. Mhm. Ich müsste mir mal ganz kurz noch Wasser holen. Meine Flasche ist leer. Ich bin